So, neues Spiel, neues Glück. Wir gucken mal, wie weit wir kommen. Was muss ich tun? Also Safe und Goldbar. Keine Ahnung. I have not the slightest clue. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Stun Gun, okay, die finde ich nirgends. Die Überlebenszeit, ja, okay, alles klar. Die Überlebenszeit ist ja jetzt nicht so das Drama, aber Stun Gun habe ich nirgendwo gefunden. Safe und Goldbar. Keine Ahnung, wo ich das Zeug finden soll. Naja. Wo geht man raus? Military Base natürlich. Klar. Weil es Spaß macht und Action gibt. Yes, sir. Military Base it is. So. Dann machen wir uns mal hier an den Absprung. Ich tippe mal, ich bin der Einzige, der auf die Idee kommt, hier rauszuhüpfen. Und jetzt Landeanflug. Ey, ich gehe mal nach links. Da ist es eigentlich auch ganz cool. Um ehrlich zu sein, finde ich das sogar noch schöner als diese ganzen... diese Gebäude hier, weil da gibt es mehr Loot. Also da bin ich jetzt schon ein paar Mal durchgewieselt. Das sind echt... Das ist sweet, was da drin ist. Ihr seht außerdem, ich habe einen fiesen... Ich habe meinen Standard-Fallschirm. Damit die Duderinos denken, ich bin ein Bot. Und, Knarre. Erstmal eine Knarre. Alles andere ist wurscht. Knarre haben wir. Dann nehmen wir das noch mit. Und zwar schnell. Das und das. Passt. Das. Oh, ich lieb's. Der Loot ist gut. So, alles eingepackt hier. Nicht, dass wir zu viel einpacken. Wir looten fleißig weiter. Das nehmen wir noch mit. Jetzt werden wir wieder als Reiseapotheke bezeichnen. Das ist okay. Das lasse ich gerne mit mir machen. Wir bräuchten noch eine Mark 12. Und da ist sie, oder? Ja. Nee, ist ein Mini. Also, okay. I'm flexible. Ja, Herrgott. Haben wir es jetzt. Ich loot weiter. Ich will nämlich noch ein besseres Scope. Und vielleicht ein Schalli. War mal schon. Was war denn das? Was wollt ihr mir da noch andrehen? Auf Grip, ja, nehmen wir mit. Okay, passt. Passt. So machen wir's. Jetzt zum Auto. Jetzt müssen wir zum Auto. Es wird keine Weg dran vorbei. Los euch. Das lässt nichts für mich da, weil wir einfach ultra weit weg sind von der Zone. Das, die Drops kommen immer nur in der Zone. Wo ist ein Auto? Ich dachte, das war ein Laufen, aber das war...
Oh, das Auto ist weit weg. Das Auto ist weit weg. Da ist noch Action hier links. The Herman German. Nicht weit genug geworfen, aber ist wurscht. Okay. Oh ne, voll in die Zone rein. Ja, machen wir das. Ja, jetzt. Man könnte ja jetzt, wenn man fies wäre, noch alle Reifen platt schießen, die da so rumstehen. Machen wir das? Ich habe noch keine gesehen, ne? Also plattstechen, ich meine natürlich platt schießen. Überhaupt kein Auto. Schnell mal nachladen. Oh, Booster-Items haben wir nicht viele. Das ist nicht gut. War das ein Boot? Irgendwas gehört. Ah, das Ding fährt maximal 100. Nicht so schnell, aber Throat sind wir damit King. Ah, oh, einen Gang hochschalten hier. Das gibt's ja nicht. Ich drehe schon auf die Tube. Passt, geradeaus. Einfach voll gasen. Und wieder einmal fahren wir in die Zone. Jetzt nicht da in der Zone sterben. Ich habe noch keinen Gegner gesehen. Ich glaube ja, dass die Zone... Oh Gott, ich habe keine Boost-Items. 1,18. Hier noch ein bisschen looten, ne? Wollen wir es machen? Komm, wir looten da mal noch ein bisschen. Jeder weiß, ich brauche noch Loot. Noch nicht mal ein Booster-Item. Molly. Flashbang. Nicht so gut. Extended. Nehmen wir auch. Gascan packen wir da rein. Das könnte man mitnehmen. Ja. Noch was Feines? Nee. Nur mal aufpassen hier, nicht, dass da oben einer lauert. Das nehmen wir mit. Ich glaube, die Zone killt jetzt alles. Ich glaube, die Zone... Oh, noch was Schönes. Vielleicht warte, ne. Brauchen wir nicht mal. Da drüben.
drüben schaue ich auch nochmal rein. Level 3 Rucksack. Smoke. Nehmen wir mit. Kante Zeit. Die nächste rote Zone. Also unglaublich. Es ist unglaublich. Choke. Vertical Foregrip. Passt. Machen wir mal so. Und weiter geht's. Rote Zone. Ist da rote Zone? Ist da immer rote Zone für mich? Warum ist da immer rote Zone? Das Ding hat einen Kofferraum. Nice. Bandagen. Aber nur ein Booster-Item. Blöd. Ey, sag mal, wie viele rote Zonen hatten wir jetzt bisher? Schon ziemlich nah. Gefällt mir gar nicht. Die Einschläge hier. Die nächste rote Zone, seht ihr das? Was geht? Jetzt mach's ernsthaft. Komm, du treues Fahrzeug. Jetzt pesen wir aber damit Vollgas runter hier. Und ich treffe mir da keinen Baum. Plopp! Da ist einer, glaube ich, oder? Ups, sorry. Gut geparkt. Nichts für mich dabei. Ich würde sagen, wir nehmen das andere Auto. Da war noch irgendwo eins, oder? Ich habe gerade noch eins gesehen. Da hinten. Der UAZ, ey. Ha? Der federt so eine... Oh, warte mal. Da müssen wir noch mal ganz kurz Maßnahmen greifen. Danke. Den haben wir ja ganz schön gesprayt hier. Doch, da links war auch einer. War das? Das war kein Bot, ne? Das war ein echter. Glaube ich. Oh, rote Zone. Unfassbar, oder? Unfassbar. Tippe mal. Hä? Also wo ist denn die Crate? Bin jetzt narrisch oder was? Wartet mal. Okay, der war hier irgendwo, ne? War der hier drin da? Wo ist denn seine Crate? War schon die? Ne, war's nicht. Okay, also bitte erinnert mich dran, dass ich diesen Koreas-Start deaktiviere, weil sonst siehst du nicht mehr, wo die Gegner sind. Wo die Leichen von den Gegnern liegen und bei der... Du findest dann die Crates nicht mehr. Kann jetzt leider nicht mehr länger danach suchen. Keine Ahnung. Also, Korea-Start ist ein Scheiß.
Korea-Staat macht nämlich, dass die Leichen sofort verschwinden. Aber um ehrlich zu sein, hat es mehr Nachteile als Vorteile, glaube ich. Weil ich so oft Probleme habe, diese Crates zu finden. Haben wir noch einer irgendwo? Ach komm, wir fahren einfach dran vorbei her. Plopp. Wo müssen wir da hin? Gehen wir über die Brücke. Wir fahren auch so. Ach komm. Oh, so. Rangieren? Will gelernt sein. Neun, zehn noch. Mein Problem ist, ich habe noch keine Boost-Items. Lasst mich doch nochmal vielleicht nach Jasnaya reinschauen, bitte. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, den Schalldämpfer zu unterscheiden anhand des Aussehens zwischen Sniper und Handgun? Glaube ich, schon so oft den falschen Ding eingepackt, den falschen Schalli. Keine Boost-Items. Da ist nur welche. Nehmen wir mit. Wo ist der Dude, den ich da die ganze Zeit ballern höre? Ah, sehr gut. Auch sehr gut. Nehmen wir noch ein bisschen Munition mit. Gut, da. Passt. Gut. Mal ein bisschen besser ausgerüstet hier haben, müssen wir nicht. Erzähl's keinem. Wo war der jetzt? Hinter mir. Wo ist der? Wo ist der Typ, der hier die ganze Zeit ballert? Jetzt mal im Ernst. Ah, okay, sehr. Links ist noch einer. Dann wir mal lieber da reingehen. Sehe nicht. Nice. Während die alle miteinander beschäftigt sind, mache ich mal einen Push.
shit. Stehe ich hier dumm an der Kante da. Granate kommt jetzt gleich. Doch nicht. Danke, dass du jetzt mich gezwungen hast, hier so Werbung für mich zu machen. Schieß von hinten. Ich weiß, dass dieser komische Mafia-Typ vor mir ist. Nicht schön. Oh mein Gott, was tue ich hier? Sehen. Das ist ganz schön hektisch jetzt gerade ein bisschen. Da ist ein Sniper. Hammer. Solche Sprays dürfen wir jetzt keine mehr machen, da gibt es genug Munition für. Hier war noch einer. Scheiß drauf, hätte jetzt was gesagt. Hat er Munition für mich? Natürlich nicht. Passt. Dann müssen wir halt mit der Vault jetzt bolten. Auch nicht schlecht. Bin hier allein, glaube ich, oder? Okay, der Enger hat Glück gehabt, glaube ich, gerade. Oh, der hat nimmer viel, ey. Der hat nimmer viel. Ach, schade, Mensch. Aber ich glaube nicht, dass der Enger das macht. Hat gut gerattet da oben auch, muss man sagen, ne? Rattet der Hänger da oben rum. Er weiß, glaube ich, nicht, dass er bald aus der Zone raus muss. Das findet er aber jetzt gleich raus. Und dann hat er es hinter sich, der Dude. Level 64. Oh boy. Okay, er ist gut aufgepimpt, aufgepumpt. Hat eine Barrel und eine Derponov. Er hat 400 Schuss, sind noch zwei außer ihm. Das bedeutet, wenn er pro Typ 220 Schuss braucht, reicht's gerade so. Schauen wir mal. Ja, er stellt sich nicht so dumm an, er geht oben lang. Oben ist High Ground, das ist nicht schlecht, das ist nicht dumm. Jetzt stellt er fest, dass die Zone kommt. Unangenehm für ihn, glaube ich. Aber er hat echt Glück, ne? High Ground. Da unten ist Action. Am Crate, an der Crate war Smoke. Aber das interessiert ihn nicht. Das interessiert ihn nicht.
Ich würde da bleiben. Ich würde da nicht runterlaufen. Naja, du kannst auch runterlaufen. Zack, Bein gebrochen. Oben wärst du für sicher aufgehoben gewesen. Naja, egal. Ah, da ist übrigens wieder das Mafia-Auto von vorhin. Stimmt, der Killkarpfen. Oh, sind nur noch die zwei übrig. Wäre lustig, wenn es der Killkarpfen wäre. Dann würde ich mir so totlachen. Jetzt bist du geliefert, Junge. Oh mein Gott, das ist ein Bot. Nee. Wie ist denn der Typ im... Wie ist denn der Typ im Auto gestorben? Ich hab's nicht gesehen. Hat er sich selbst überfahren? Holy moly, Mann. Was ist das? Das war bestimmt sein erstes Chicken Dinner, Mann. So be it. Ich gönn's ihm. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.